krasse Bilder, gefährlich und illegal. Der Uploader nennt sich Quirly und hat 1,4 Millionen Follower bei YouTube, 860.000 bei Instagram. Quirly selbst tritt nur mit Helm oder Maske auf, zeigt nie sein Gesicht. Mit seinen waghalsigen Videos animiert er andere, insbesondere junge Motorradfahrer, die lebensgefährlichen Manöver nachzumachen. Auch Fabian war großer Fan. Klar, man sieht dann, boah, bei dem geht's gut, vielleicht geht's bei mir auch gut. Aber ich bin auch so gefahren, weil es mir selber Spaß gemacht hat. Wenn man dann merkt, wie die Fußrasche auf dem Boden kratzt, ist dann schon ein gutes Gefühl. Bei Fabian geht der Stunt aber schief. Er stürzt. Zum Glück passiert ihm nichts. Sein Motorrad ist aber hinterher Schrott. Dieser Unfall hätte aber auch ganz anders ausgehen können. Umso problematischer, Influencer Quirly animiert nicht nur zu riskanten Manövern, er verdient mit seinen spektakulären und illegalen Videos auch noch Geld. Unter seinem Profilnamen Grenzgänger gibt es einen Online-Shop. Hier gibt es Hoodies und Fanartikel für die Follower. In einem Interview berichtet der Shop von Umsätzen im Millionenbereich. Mit uns will Quirly nicht sprechen, vor unserem Reporter flüchtet er mit dem Fahrrad. Und auch beim Online-Shop Grenzgänger will man nicht mit uns sprechen. Warum darf ich Sie jetzt nicht fragen, wenn ich jetzt hier bin? Ich verstehe das nicht. Sie haben doch meine Fragen schriftlich von alle bekommen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Wirtz. Danke sehr. Insgesamt 8 Anfragen habe ich gestellt an Quirly und auch an die Grenzgänger GmbH, weil ich wissen wollte, warum tut er das und hat er kein schlechtes Gewissen, dass sich junge Menschen aufs Motorrad setzen und versuchen, ihn zu imitieren, ihn zu kopieren und dabei zu Sturz kommen. Dieses Video ist besonders dreist. Viel zu schnell, nur das Hinterrad auf der Straße und ohne Kennzeichen flüchtet der Biker hier vor der Polizei. In dem Moment können die Beamten nur mehr oder weniger tatenlos zusehen. Aber die Videos bieten genug Anhaltspunkte für Ermittlungen. Bei diesem Rennen wurde seinerzeit ein Video gedreht, offensichtlich mit einer Helmkamera, das dann einige Wochen später auf YouTube veröffentlicht worden ist. Wir konnten dann anhand der Motorradbekleidung und der da visualisierten Motorräder dann die Beschuldigten ermitteln. Das Ergebnis? Eine Razzia. Computer, Handys und ein Motorrad werden beschlagnahmt. Auch der Führerschein ist weg und es drohen eine Geldstrafe und bis zu 2 Jahre Haft. Nur die Videos sind nach wie vor online und verleiten andere zu lebensgefährlichen Aktionen.